Im Keller der M&S Elektronik Aktiengesellschaft. Von 1800 Mitarbeitern sind nur noch Personalakten geblieben. Die wenigen, die hier noch arbeiten, haben zum 31. März 2005 ihre Kündigungen bekommen. Aufräumarbeiten im Dienst des Insolvenzverwalters. Insolvenz hieß früher Konkurs. Tausende Aktenordner erzählen von einem mittelständischen Unternehmen, das ums Überleben kämpfte. Im Archivkeller der M&S Elektronik arbeitet Joachim Schneider. Er wird der Letzte sein, der ihn verlassen wird. Er ist immer noch der Vorsitzende des Betriebsrates, jetzt ohne Betrieb, und ratlos, wie alle, die hier noch sind. Aber immer noch stolz auf das, was einmal war. M&S Elektronik in Niedernberg bei Aschaffenburg, das war mal eine Erfolgsstory. Die M&S war eins der Könige der Unternehmen hier am Bayerischen Untermain. Uns ging es blendend und die M&S war ein großer Arbeitgeber. Für die Mitarbeiter war das am 01.03.2002 ein Schock. In einem gut gehenden Unternehmen, wo ein wahnsinniger Zusammenhalt auch da war, innerhalb der Belegschaft. Es gab etliche Kolleginnen und Kollegen, die haben bis Mitternacht gearbeitet, um Aufträge rechtzeitig erfüllen zu können, um andere an Land zu ziehen. Und es war ein Zusammenhalt da, wie man den selten im Unternehmen erlebt. Es gibt immer Täter und Opfer, in jedem Spiel. Und das ist ja quasi, Business ist auch Spiel. Und da wird es immer Opfer geben und auch immer Täter. Es ist ja eine Situation, die auf dem Wirtschaftsmarkt alltäglich fast schon ist. Ich bin ein bisschen traurig, ja gut. Jetzt hat man nämlich definitiv zum 31.07. gekündigt. Traurig, ja, und wütend, weil ja da so die unterschiedlichsten Theorien, warum, weshalb, kursieren nicht. Und viele sagen ja auch, also man nachher, wenn man so nachhört, wäre es eigentlich gar kein Grund gewesen, da die Firma so in die Ruin zu treiben, denn der IT, wir waren ja eigentlich doch bundesweit so stark vertreten. Also da, also viele Kollegen sagen, also das hätte nicht sein brauchen. Es ist gemunkelt worden, dass die Banken halt mit Absicht die Firma kaputt gemacht haben, weil wir zweitgrößter Dienstleister waren hier in der Bundesrepublik. Und das hat halt nur für einen Großen gereicht. Und da wird gemunkelt, dass man dann M&S halt wirklich sterben hat lassen, dass der andere überleben kann. Tja, es war sehr schwer, die gute Kollegin. Also es war wirklich ein tolles Arbeiten hier. Die ganze Firma, das war also für uns alle, das war unser Leben. Also es war sehr, sehr, sehr schlimm damals. Ja. Ihr Leben war das? Das war fast, ja, man kann schon so sagen, ja. Es gibt wenig Arbeitsplätze, wo man sich freut, sonntags schon freut, dass man montags wieder auf die Arbeit gehen kann. Und es war so gewesen, also wirklich war. Jetzt baut man ab, das heißt beerdigen. Ich kann es nicht verstehen. Wir Kleinen, wir konnten da überhaupt nichts dazu und haben auch keine Ahnung eigentlich, warum das so schnell gegangen ist. Die Börse in Frankfurt. Es ist der 29. Februar 2000. Auf dem Parkett der Händler steht an diesem Tag M&S Elektronik im Mittelpunkt. Das Unternehmen geht an die Börse. Die Nachfrage ist riesig. Mehr als 20 Mal so viel wie vorhanden könnte M&S an Aktien verkaufen. In Aschaffenburg berichtet ein privater Lokalsender über die einstige Garagenfirma, die jetzt am Kapitalmarkt mitspielt. Im Bürgerzentrum informierte man jetzt die Öffentlichkeit über die Hintergründe. Wir versprechen uns davon, dass wir eine Akquisitionswährung bekommen mit unseren Aktien, dass wir Geld bekommen, um im Markt zu wachsen, dadurch, dass wir andere Firmen kaufen. Börsengang, fast schon Pflicht zu einer Zeit, wo jeder an grenzenloses Wachstum glaubt.
Auch Hans-Ulrich Mahr, Chef von M&S Elektronik. Für die Beschäftigten in Niedernberg heißt es eine gesicherte Zukunft. Und für die Filialen heißt es weiteres Wachstum. Mehr Arbeitsplätze heißt das. Es war für die gesamte Region hier am Bayerischen Untermain diese klassische Aufbruchstimmung des neuen Marktes. Da ist eine Firma, die sich aus einer Garagenfirma entwickelt hat und die jetzt im Aufstieg begriffen war zum European Player. Und da war natürlich jeder stolz auf diese Firma und natürlich auch ein Stück weit auf seine Heimat, weil eben diese Firma aus der Heimat kam. Für die Banken ist M&S ein typischer Börsenkandidat. Im Boomjahr 2000 beflügelt alles, was mit Computern und virtuellen Welten zu tun hat, die Fantasie der Analysten und Berater. Eigens für solche Unternehmen gibt es den neuen Markt, so etwas wie einen speziellen Börsenplatz für die New Economy. Eigentlich aber ist das Unternehmen aus dem bayerischen Niedernberg das, was es immer war. Ein Familienunternehmen, das seit 25 Jahren mit Computern handelt, sie verkauft und repariert. Es hat eines der modernsten Lager, in denen sich die Computer stapeln. Der Umsatz ist riesig. Dem Unternehmen geht es gut. M&S ist der größte Arbeitgeber der Region. Mit dem Börsengang hat sich das Familienunternehmen auf einen Schlag verändert. Hans-Ulrich Mahr ist jetzt Vorstandsvorsitzender einer Aktiengesellschaft. Jetzt hat er es mit Aktienbesitzern zu tun, die von ihm erwarten, dass er den Kurs nach oben treibt. Und er muss die Konsortialbanken zufriedenstellen. Das sind die, die das Unternehmen an die Börse geführt haben. Die Banken haben sich darum beworben, wer denn nun uns an die Börse bringen darf. Es kam dann dazu, dass die Commerzbank und die DG Bank unsere Konsortialführer wurden. Warum? Commerzbank war ein guter Kunde. DG Bank war ein guter Kunde. Wir waren ja im Frankfurter Bereich unterwegs. Ich meine, in Niedernberg City lassen sich nicht viele Computer verkaufen. Unsere Hauptkundschaft saß in Frankfurt. Und wenn man in Frankfurt Geschäfte macht, dann heißt es Banken. Der Handelsraum der Commerzbank in Frankfurt. Der Saal ist ein Kommunikationszentrum für Wertpapierhändler, die per Leitung und Satellit mit den Börsenplätzen und Händlern in aller Welt verbunden sind. Hier werden Geldgeschäfte abgeschlossen. Weltweit und tausendmal am Tag an tausend Computerbildschirmen. Computer, die M&S Elektronik geliefert hat. Die Banken in Frankfurt sind aber nicht nur Kunden des bayerischen Mittelständlers. Sie sind auch die Hausbanken. Denn zur Finanzierung der Geschäfte braucht M&S Elektronik Kredite. Und die haben die Banken schon vor Jahren angeboten, bereitwillig und ohne Bedingungen. 2001 hatten wir bei 7 Banken je 14 Millionen D-Mark Kreditlinie, ohne Sicherheiten. Die Maßgabe war, die Banken gleich zu behandeln, das hieß im Wesentlichen, keiner Bank Sicherheiten zu geben. Wozu braucht man so viel Kredit? Messen Sie das an der Größe unseres Umsatzes. Wir haben zu der Zeit über 1 Milliarde D-Mark Umsatz gemacht. Das heißt, wir hatten eine Kreditlinie von 100 Millionen. Das ist 10% des Umsatzes. Wir haben maximal etwa 8% des Umsatzes mit Krediten finanziert. Das ist für ein Handelsunternehmen nicht unbedingt viel. Denn die Projekte laufen ja entsprechend lang, bis vom Kunden Geld kommt. Im Klartext, mit den Krediten überbrückt das Unternehmen auch die Zeit zwischen dem Verkauf von Computern und der Zahlung der Rechnungen. Und an den Zinsen verdienen die Banken. Neue Geschäfte verspricht sich M&S vom Jahrtausendwechsel. Viele Kunden glaubten damals, die Computer kämen mit der Jahreszahl 2000 nicht klar. Neue Programme, Projekte zur Anpassung würden benötigt. Aber die Festplatten der Computer spielen nicht verrückt. Alles läuft fast wie immer. Statt der erwarteten Großaufträge gibt es nur ein paar Kleinprojekte. Die Projekte liefen noch ein bisschen weiter. In der Folge, dass alles IT-mäßig auf dem neuesten Stand war. Und dann kam nicht mehr viel nach. Das machte sich dann 2001 in unseren Quartalszahlen bemerkbar. Wir hatten erstmalig in der Firmengeschichte nach 26 Jahren einen Verlust. Das waren 3,5 Millionen Euro aus dem operativen Geschäft. Dazu hatten wir noch Abschreibungen, einmalige auf einen Firmenwert von 20 Millionen.
Andruck des Handelsblattes am Mittwoch, 25. April 2001. An diesem Abend bringt die Zeitung einen Artikel über die wirtschaftliche Situation von M&S. Quelle des Beitrags ist eine Pressemitteilung. Die junge Aktiengesellschaft tut das, was ihre Pflicht ist. Sie veröffentlicht in einer sogenannten Ad-Hoc-Meldung die neuesten Geschäftszahlen. M&S tief in den roten Zahlen, heißt die Überschrift im Handelsblatt, und sie verheißt nichts Gutes. Nürnberg. Die DG Bank, die heute DZ Bank heißt, steckt in einer Umbauphase. Die Bank will fusionieren und ordnet deshalb ihre Kredite neu. Das betrifft vor allem die mittelständischen Unternehmen. Dass auch M&S dazu gehören wird, davon weiß das Unternehmen nichts. Noch nichts. Wie an jedem Tag kommt auch an diesem Donnerstag das Handelsblatt in das Büro von Norbert Söhnlein. Kundenberater der DG Bank und zuständig für M&S Elektronik. Der Artikel kündigt Umsatzrückgänge und Betriebsverluste an. Kundenberater Söhnlein erkundigt sich bei seinem Kollegen Roland Niklaus nach dem Kontostand. M&S verfügt über ein Guthaben von 58.135 D-Mark. Dennoch, am selben Tag trifft die DG Bank eine folgenschwere Entscheidung. Die kommt wenige Tage später per Post bei M&S in Niedernberg an. Es ist ein Brief der DG Bank, unterschrieben von den Kundenberatern Söhnlein und Niklaus. Mit Erstaunen habe man den Artikel im Handelsblatt über die neuesten Geschäftszahlen zur Kenntnis genommen. Daher kündige die Bank den bislang eingeräumten Kredit über 14 Millionen D-Mark. Stellen Sie sich das doch mal vor. Sie haben eine Kreditlinie von 14 Millionen. Und ohne dass irgendwie mal ein Gespräch stattfindet in der Geschäftsleitung, dass auch nur ein Telefonanruf kommt, kommt da per Fax an die Telefonzentrale die Kündigung. Jetzt kommt die nicht nur an die Telefonzentrale, sondern auch an alle Töchter. Können Sie sich vorstellen, wer das alles liest? Wie das bei den Mitarbeitern ankommt? Ich meine, wir hatten zu der Zeit bei der DG Bank, standen wir zwar 58.000 Euro im Plus, aber Sie können das niemand erklären, was da passiert. Jedes Wort, was Sie da dazu sagen, das ist zu viel. Als Sie den Brief losschickten, was haben Sie da gedacht? Eigentlich keine nachhaltigen Gedanken. Ich hatte nur gedacht, dass wieder ein Geschäftsfeld oder ein Geschäftskunde weniger zu betreuen sein wird. Dass dieses Unternehmen möglicherweise damit keine Geschäfte mehr betreiben konnte, war Ihnen das klar? Soweit ging mein Gedankengut nicht. Und dass eben im Zuge Ihrer Kreditkündigung auch andere Banken Ihre Kredite zurücknehmen würden, wussten Sie auch nicht? Nein, und es war auch nicht absehbar. Die DG Bank will ihre Kreditvergaben einschränken. Die Zinsgewinne sind ihr zu gering. Dass sie noch kurz zuvor Millionen an M&S verdient hat, als die Bank das Unternehmen an die Börse trieb, spielt bei der Entscheidung keine Rolle. Einer, der sich mit den Geschäften der Kreditinstitute auskennt, ist Dietrich von Gruben, selbst einmal Angestellter einer Bank und mit Kreditvergaben beschäftigt. Inzwischen hat er die Seiten gewechselt, ist selbst Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens geworden. Die DG Bank hatte eine Linie von 14 Millionen, das Unternehmen hatte aber ein Guthaben auf dem Konto von 58.000. Das heißt, diesen Kredit zu kündigen, war für die Bank zumindest wirtschaftlich kein Risiko. Sie konnte in dem Moment nichts verlieren. Anders wäre es gewesen, die 14 Millionen wären genutzt worden. Dann hätte die Bank ja 14 Millionen verlieren können und wäre vielleicht vorsichtiger mit dieser Kündigung umgegangen. Das wäre sicherlich nicht zu dieser, sag ich mal, etwas merkwürdigen, spontanen Kündigung gekommen, ohne ein Gespräch mit dem Unternehmen zu suchen. Nur aufgrund einer Veröffentlichung in der Zeitung. Das ist eher unüblich. Persönlich habe ich auch aufgrund der möchte ich anders formulieren. Also persönlich sehe ich das einfach so, dass es sicherlich in dieser Phase sehr schwierig war, eine richtige Entscheidung zu treffen. Über die
langfristigen Konsequenzen und auch die Entscheidungen der anderen Finanziers und beteiligten Banken war zu dem damaligen Zeitpunkt deren Reaktion so nicht erkennbar. Und das Einzige, was ich persönlich einbringen würde, vielleicht hätte die Kommunikation unter den Banken einfach besser laufen müssen. Dazu muss man wissen, dass die 7, die M&S Elektronik AG kreditierenden Banken, dass für diese Banken ein Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbart war. Alle 7 Banken hatten eine Kreditlinie von 14 Millionen D-Mark eingeräumt. Und das Ausscheren einer einzelnen Bank hätte also verheerende Folgen gehabt. Zur gleichen Zeit, als die DG-Bank den Kredit kündigt, kommt Klaus Schulze-Oberländer zu M&S. Als neuer Finanzvorstand soll er helfen, das Unternehmen aus der wirtschaftlichen Krise zu führen, in die sie der Börsengang gebracht hat. Das Unternehmen hatte Firmen gekauft und dieses sehr schnell hintereinander. Dazu wurde das Geld aus dem Börsengang verwendet. Bei einigen Beteiligungen, die das Unternehmen kurz vorher erworben hatte, gab es finanzielle, wirtschaftliche Schwierigkeiten, die sollten behoben werden. Und weiter war eine meiner wesentlichen Aufgaben, den hohen Forderungsbestand des Unternehmens, in der Spitze weit über 100 Millionen D-Mark, abzubauen. Das heißt, die Firmen dazu zu bringen, ihre Rechnung zu bezahlen. Das niederbayerische Unternehmen hat vor allem ein Problem. Kunden, denen M&S Computer geliefert hat, die aber nicht bezahlen. Viele unpünktlich, manche gar nicht. Firmenchef Ma ist immer öfter unterwegs zu seinen Kunden. Nicht etwa, um neue Aufträge zu erhalten. Immer öfter geht es um die Bezahlung ausstehender Rechnungen. Die Commerzbank hat von M&S Millionen an Provisionen eingenommen, als es an die Börse ging. In den Bankfilialen stehen M&S Computer im Werte mehrerer Millionen Mark. Die Rechnungen aber bezahlt die Commerzbank nicht. Warum sie das nicht tut, dazu will sich das Kreditinstitut nicht äußern. Auch heute nicht und auch nicht auf unsere mehrmaligen Anfragen. Bankgeheimnisse. Dass die Commerzbank ein schwieriger Kunde war und keine besonders gute Zahlungsmoral hatte, bestätigen ehemalige Buchhalter von M&S. Die Erfahrungen mit der Commerzbank waren eigentlich dahingehend, dass diese Bank der M&S gerade auch in der Anfangszeit sehr viele Umsätze beschert hat, aber nicht immer der pünktlichste Zahler war. Was heißt das? Ja, es ist halt so gewesen, dass die Zahlungsziele, die gewährten Zahlungsziele, bei manchen Rechnungen, nicht bei allen Rechnungen, aber bei manchen Rechnungen teilweise erheblich überschritten wurden, sodass halt auch von Vertriebsseite oder von Seiten des Rechnungswesens bei der Commerzbank nachgehakt werden musste, wann diese Rechnungen halt bezahlt werden. Und was passierte dann, wenn man nachhakte? Der Vertrieb hat seinerzeit, vielleicht auch um den Kunden zu schonen, vielleicht nicht richtig nachgehakt. Es waren vielleicht auch noch einige Sachen zu klären, aber die Außenstände, die Commerzbank hatte bei der Firma M&S, waren schon teilweise in 7-stelliger Höhe. Das führte dann dazu, dass die Commerzbank unsere Liquidität bis zu 22 Millionen belastete, bei gleichzeitigen ausgereichten Krediten von 3 Millionen. Das heißt auf Deutsch? Auf Deutsch heißt das, wir hatten Forderungen an die Commerzbank, die Kreditlinie bei Weitem überstiegen. Es wurde nicht bezahlt, das hieß das. Es wurde einfach nicht bezahlt. Gab es Mahnungen? Mahnungen? Nein. Ich denke mal, es ist in vielen Geschäftsbereichen so, dass gute Kunden nicht gemahnt werden. Das übliche Mahnwesen heißt ja erste, zweite, dritte Mahnung, Klage. Das ist bei der Commerzbank nicht passiert. Aber die Akten im Archivkeller von M&S Elektronik erzählen eine andere Geschichte. Lückenlos sind die Geschäftsberichte dokumentiert. Meterlang die Reihen der Ordner mit Zahlungsaufforderungen und ein zufälliger Blick in einen der Ordner belegt, eine letzte Mahnung an die Commerzbank datiert vom 1. November 2001. Fragen dazu lässt die Commerzbank nicht zu und erklärt sie zum Bankgeheimnis. Daher fragen wir einen, der selbst früher einmal ihr Angestellter gewesen ist. Sind diese Forderungen, die M&S gegenüber dieser Bank gehabt hat, berechtigt oder nicht?
gehe mal davon aus, dass sie berechtigt gewesen sind. Zumindest gibt es keine Anhalte, dass es nicht so war. Dann könnte man hier vermuten, dass die Bank sich die Aufrechnung offen gehalten hat. Das heißt, das ist eine sehr elegante Art, sich abzusichern, würde ich mal sagen. Elegant? Wenn Sie so wollen, ja. Na, elegant in der Form, dass Sie im Grunde sich hier in eine sichere Position bringen, ohne eine Vereinbarung mit dem Unternehmen zu haben. Also elegant ist vielleicht ein unglücklicher Ausdruck, aber geschickt könnte man vielleicht sagen. Schlau. Haben Sie Ihre Kunden immer objektiv beraten? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Können Sie das auch beweisen? Ja, natürlich. Die Commerzbank ist objektiv bei Fondsauswahl und Beratung. Das hat auch den TÜV überzeugt. Wann prüfen Sie uns? Commerzbank. Im Herbst 2001 stehen in den Räumen der Commerzbank zu Tausenden die nicht bezahlten Computer von M&S Elektronik. Das Kreditinstitut macht keine Anstalten zu bezahlen. Die Bank hat andere Sorgen. New York am 12. September 2001. Es ist der Tag danach. Immer noch stürzen Bürohäuser in Ground Zero ein. Für die internationale Bankenwelt ist der Terroranschlag vor allem eine Finanzkatastrophe. Weltweit fallen die Aktienkurse, vor allem die der New Economy. Die Aktien des neuen Marktes reduzieren sich auf das, was sie sind. Vor allem Fantasiegebilde. Die schöne neue Welt der Start-up- und Internetfirmen bricht in sich zusammen. Auch bei der Deutschen Bank weiß man, dass die selbstgemachte Traumwelt nicht mehr funktioniert. Sie fürchtet Milliardenverluste. Jetzt heißt es Absicherung, Risikovermeidung, Verluste wettmachen. Keine gute Stimmung für Kreditgespräche mit einer Firma, die mit Computern zu tun hat. Elisabeth Rahmer, Angestellte der Deutschen Bank, ordnet die Geschäftsverbindung mit M&S Elektronik neu. Sie ist zuständig für das Spezialkreditmanagement. Ihre Aufgabe? Jedes Risiko in Sachen Kredit von der Deutschen Bank fernzuhalten. Plötzlich ist das Unternehmen in Niedernberg nicht mehr umworbener Kreditkunde der Deutschen Bank. Jetzt ist es ein Risikofaktor. Diese ganze Geschichte hat so eine Art Eigendynamik angenommen, wo die gegenseitige Panik unter den Banken sich wohl immer mehr steigerte. Und die Nachrichten aus der Wirtschaft wurden generell schlechter, sodass man gemeint hat, die M&S wäre irgendwo wirklich in der Krise. Was sie nicht war. Sie ist erst durch die Banken in die Krise gekommen. Am 18. September 2001 ist Hans-Ulrich Mahr unterwegs zu einer Sitzung, an der alle 7 Banken teilnehmen, bei denen M&S Kreditkunde ist. Alle wissen von der Kreditkündigung der DG Bank und haben ihrerseits die Kredite eingefroren. Mahr und sein Finanzvorstand Schulze-Oberländer wollen die Banken davon überzeugen, dass die Kreditkündigung durch die DG Bank unberechtigt gewesen sei. Die Banken haben uns im September 2001 den Vorwurf gemacht, sie über die Situation mit der DG Bank nicht zutreffend informiert zu haben. Da wir nichts zu verbergen hatten, haben wir den gesamten Schriftverkehr in dieser Sitzung zur Verteilung gebracht. Der Vertreter der DG Bank, Herr von Oppenkowski, hat vehement gegen die Verteilung der Unterlagen protestiert. Warum? Das vermag ich nicht nachzuvollziehen, denn uns als Vorstand lag ja daran, die Situation aufzuklären. Das erhoffte Ergebnis hatten wir in dieser Sitzung nicht erreichen können. Die Banken hielten den Vorwurf des Vertrauensbruchs weiterhin aufrecht. Und noch wichtiger, unsere Kreditlinien blieben weiterhin eingefroren. In Niederbayern ist M&S ein Vorzeigeunternehmen. Der Landrat von Miltenberg kennt es seit Jahrzehnten. Und er hat eine Idee. Also ich habe gesagt, wenn einer helfen kann, dann Otto Wiesheu, der Wirtschaftsminister der Bayerische. Wir haben im vergleichbaren Willen es auch so gemacht. Wir haben das Gespräch mit ihm vereinbart. Er hat die alle eingeladen, den ganzen Bankenpool. Haben offensichtlich auch alle zugesagt, dass sie kommen und konstruktiv mitarbeiten. Und wir sind eigentlich guten Mutes nach München gefahren, weil wir die Situation wirklich nicht so dramatisch eingeschätzt haben und haben gedacht, okay, wir finden da unten eine Lösung. Am 21. September 2001 machen sich 18 Kreditexperten, der Landrat und die beiden Vorstände der M&S Elektronik auf den Weg nach München. Es sind die Vertreter der Deutschen Bank, der Commerzbank, der DG Bank, Dresdner Bank,
Hypovereinsbank und zwei Sparkassen, mit denen Mahr über die Zukunft seines Unternehmens verhandeln will. Sie sind vom bayerischen Wirtschaftsminister eingeladen worden, das Problem der gesperrten Kredite zu lösen. Für 12 Uhr ist die Sitzung in der Bayerischen Landesanstalt für Aufbaufinanzierung angesetzt. Wirtschaftsminister Wieshoy greift gleich zu Beginn der Sitzung den Vertreter der DG-Bank an. Er wirft ihm vor, nur ein Jahr nach dem Börsengang, mit dem die Bank Millionen verdient hat, die Firma fallen zu lassen. Das Vorgehen der DG-Bank sei eine Unsitte. Die Vertreterin der Deutschen Bank hat sich verspätet. Elisabeth Rahmer ist so etwas wie die Wortführerin des Bankenpools. Auch sie beschwert sich über die DG-Bank. Zur Überraschung aller ist deren Vertreter aber ohne jede Entscheidungsbefugnis da. Wirtschaftsminister war sauer, weil er offensichtlich was anderes erwartet hatte und noch andere Zusagen hatte. Die Banken auch, ich auch. Ich muss ehrlich sagen, ich war maßlos enttäuscht, dass ausgerechnet ein Institut, das in der ersten Reihe stand bei Börsengang, dass das jetzt die erste ist, die sagt Schluss, aus. Der Herr hat sich dann verabschiedet, war ja ohne Verhandlungsmandat und wir saßen da. Die übrigen Bankenvertreter lenken ein. Wir verließen die Sitzung mit dem Ergebnis, dass eine Einigung gefunden war, der alle Banken zugestimmt haben, Ausnahme DG Bank. Die Einigung stand allerdings unter dem Gremienvorbehalt. Das heißt, dass die Mitarbeiter, die hier zugestimmt haben, sich das von ihren Vorständen genehmigen lassen mussten. Trotzdem sind wir optimistisch nach Hause gefahren, denn es sah so aus, als wäre eine Lösung da. Ich bin heimgefahren und alle anderen mit mir wahrscheinlich auch und haben gesagt, tief durchatmen, wir haben mal wieder eine Wegstrecke geschafft. Erstmal ist das Unternehmen gesichert. Wenige Tage später erfährt Vorstandschef Mahr, dass die Kreditabteilungen der Banken gar nicht daran denken, die Vereinbarungen von München zu unterstützen. Es ist die Zeit, in der die Banken mit Krediten an Mittelständler möglichst gar nichts mehr zu tun haben wollen. Umso dringender benötigt M&S das Geld, das ihr die Kundin Commerzbank aus Computerlieferungen schuldet. Unbezahlte Rechnungen in Millionenhöhe. Immer wieder fragt Mahr an, wann bezahlt wird. Das gipfelte dann darin, dass ich einen Anruf bekam von einem Commerzbank-Mitarbeiter, der mir mitteilte, dass sein Vorstand große Schwierigkeiten damit hätte, Rechnungen zur Zahlung freizugeben für eine Firma, bei der der betreffende Herr im Aufsichtsrat sitzt. Dieser ist nämlich ein Ex-Angestellter der Commerzbank und der Bank heute nicht mehr genehm. Im Klartext, die Commerzbank will einen anderen im Aufsichtsrat. Der Versuch, das Geld einzutreiben, schlägt fehl. Der Kredit über 14 Millionen Mark aber bleibt für M&S Elektronik nach wie vor gesperrt. Dass die Commerzbank bei dem Unternehmen Schulden über 15 Millionen hat, spielt keine Rolle. Wenn Sie tagtäglich, wenn Sie Kreditvorstand sind beispielsweise und tagtäglich mit solchen Dingen zu tun haben, dass Ihr tägliches Brot ist, natürlich da müssen Sie abstumpfen. Ja, da müssen Sie, Sie dürfen nicht mehr das Einzelschicksal sehen und sehen auch nicht mehr das Einzelschicksal, sondern Sie müssen natürlich auch die Interessen Ihrer Bank vertreten, ist auch ganz klar. Ne? Da den richtigen Mittelweg zu finden, also das sage ich jetzt mal vielleicht etwas entschuldigend für den einen oder anderen, der vielleicht da jetzt in der Diskussion steht oder Kritik steht, ist verdammt schwierig. Also ich möchte das Geschäft nicht machen, sage ich Ihnen ehrlich. Um die Banken zu überzeugen, lässt sich M&S durchleuchten und prüfen, ob es in Zukunft gewinnträchtig sein kann. Der Betriebsrat wird darüber informiert, dass Management Engineers im Haus ist und untersuchen wird, ob die M&S, wie durch ein Restrukturierungskonzept die M&S wieder auf gesunde Beine kommen kann. Damals war von einer Insolvenz der M&S noch weit und breit nichts zu sehen. Es ging der M&S nicht gut. Aber wenn es einer Firma nicht gut geht, dann muss man versuchen, irgendwie diese Firma wieder auf gesunde Beine zu stellen. Die Düsseldorfer Unternehmensberatung kommt zu dem Schluss, dass M&S eine profitable Zukunft hat. An Aufträgen nämlich fehlt es nicht. Was fehlt, sind die Kredite zur Finanzierung der laufenden Geschäfte. Die wirtschaftliche Situation der M&S Elektronik AG war so, dass das Unternehmen sanierungsfähig und sanierungswürdig ist. Die Schwierigkeiten waren die aus den erworbenen Beteiligungen und aus sehr hohen Außenständen. In der Spitze über 100 Millionen D-Mark.
Auch die Unternehmensberatung Roland Berger kommt in einem zweiten Gutachten zu dem Schluss, dass M&S kurzfristig das Betriebsergebnis um 65,8 Millionen Euro verbessern kann. Voraussetzung dafür aber ist, dass die Banken die alten Kredite wieder zur Verfügung stellen. Es ist die Deutsche Bank, die eine Unternehmensprüfung durch Roland Berger haben wollte. Jetzt aber interessiert sich hier keiner mehr für die Beurteilung. In der Abteilung für Kreditmanagement verfolgt man eine ganz andere Strategie. Wenn es um M&S Elektronik geht, dann hat Elisabeth Rahmer als Vertreterin der Deutschen Bank am meisten zu sagen. Mit den sechs anderen Banken koordiniert sie ihren Plan. Die vollständige Kontrolle über das Unternehmen in Niedernberg. Ein neuer Vorstand soll bei M&S eingesetzt werden. Einer, der das Vertrauen der Deutschen Bank hat und Vorstandsvorsitzender Ma, seit über 25 Jahren Chef des Unternehmens, soll ohne Entschädigung gehen. Elisabeth Rahmer arbeitet an einem ganz speziellen Vertrag. Einen sechsseitigen Treuhandvertrag, den Unternehmenschef Ma unterschreiben soll. Dieser Treuhandvertrag sah vor, dass die Altgesellschafter ihre Aktien, ihre Anteile insgesamt für 1 Euro abgeben und dass sie auch noch die Kosten dieses Verfahrens tragen sollten. Aber selbst das hätten wir unterschrieben. Nur, wenn der Treuhänder die Aktien weiterverkauft hätte, hätte es ein steuerliches Risiko gegeben. Und da sie ja treuhänderisch dort waren, waren wir immer noch Eigentümer. Das heißt, das steuerliche Risiko wäre zulasten der Alteigentümer gegangen. Zum Zweiten stand in dem Treuhandvertrag, dass uns die Banken lediglich bis zum 31.03.2002 begleiten wollten. Das heißt für 4 Monate. Im Klartext hieß das doch, man wollte uns 4 Monate begleiten und dann wohl nicht mehr. Das ist die Konsequenz dieses Vertrages, dass mit Ablauf dieser Frist der Treuhänder, diese Treuhandgesellschaft, die von dem Bankenkonsortium installiert wurde, einen Übernehmer, einen anderen Investor sucht und in der Tat dann die Aktionäre ihre Aktien los sind. Ich will es so ausdrücken, selbst wenn Ihre Gesellschaft prosperiert durch gute konjunkturelle Entwicklung, durch gutes Management, würde es den Altaktionären nichts nützen, denn der Tag wird kommen, der 31. März, an dem Sie Ihre Aktien auf diese Gesellschaft übertragen müssen und diese Bankengesellschaft dann einen ganz anderen Investor an Land ziehen wird. Das bedeutet, dass dieser Vertrag gar nicht so sehr auf die Wiederherstellung des Unternehmens gezielt ist. So sieht es aus. Das heißt, der Unternehmer wird enteignet. Ja, Enteignung ist ein Begriff natürlich aus einem anderen Rechtsfelde. Der Staat enteignet Bürger, wenn er das darf. Aber man kann das im übertragenen Sinne einen Akt der Enteignung nennen. Es ist der 6. November 2001. Vorstandsvorsitzender Ma hat den Vertrag nicht unterschrieben. Wieder ist er unterwegs zu einem Bankengespräch und immer noch hofft er, dass die Kreditinstitute einlenken und die Kreditlinien öffnen, um die laufenden Geschäfte zu finanzieren. Elisabeth Rahmer von der Deutschen Bank ist die Verhandlungsführerin. Was sie sagt, wird von den anderen 6 Banken abgenickt. An diesem 6. November fordert sie von Ma den Rücktritt als Vorstandsvorsitzender. Ma willigt ein, weil die Banken andernfalls kein Geld freigeben wollen. Für die Zusage eines Kredites von insgesamt 24,3 Millionen können sich die Banken ab jetzt am gesamten Firmeneigentum bedienen. Ja, in dieser Sitzung haben wir denkbar wenig erreicht. Die Banken beinahe alles. Sie haben 9 Millionen aus dem Aktionärskreis bekommen. Sie haben sich besichert mit dem etwa 9-fachen der ausgereichten Kreditsumme. Sie haben dafür gesorgt, dass die Vorstände abgelöst werden. Was wir dafür erreicht haben, war nicht mehr, als dass die eingefrorene Kreditlinie eingefroren blieb und nicht etwa gekündigt wurde. Unterschrieben haben wir das nur, weil uns keine andere Wahl blieb, weil die Alternative die Insolvenz gewesen wäre. M&S Elektronik ist jetzt vollständig in der Hand der Banken. Ma ist zurückgetreten und hofft, dass sein Unternehmen weitergeführt wird. Garantien geben sie ihm aber nicht.
Für den Vertrag, den sie mit M&S abgeschlossen haben, verlangen die Kreditinstitute 2,5 Millionen Euro. Nur an Honoraren. Das ist ein wesentliches Problem für den Mittelstand. Er verliert in dem Moment seine alten Ansprechpartner. Alles, was bis dahin gesprochen worden ist, alles, was dahin als Vertrauen aufgebaut worden ist, ist dann vorbei, ist abgeschnitten, bewusst abgeschnitten von der Bank. Für das, für den Mittelständler eine sehr unangenehme Situation. Wir denken weiter. Wir arbeiten härter. Wir leisten mehr. Gestalten auch Sie Ihre Zukunft mit der Deutschen Bank. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Im November 2001 fährt aus der Tiefgarage eines Bürogebäudes in Bonn Heinz-Peter Goebbels ins Niederbayerische. Goebbels ist im Auftrage der Deutschen Bank unterwegs nach Niedernberg. Er ist der neue Vorstandsvorsitzende der M&S Elektronik. Offizieller Auftrag? Sanierung des Computerhändlers. Der hatte dann die Aufgabe, zunächst zu untersuchen, ob das Unternehmen überhaupt noch gerettet werden kann. Eine der ersten Aktivitäten von Herrn Goebbels, der am 19. November 2001 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt wurde, war, das Restrukturierungsprogramm zu stoppen. Dieses mit der Erklärung, dass er sich selber ein Bild machen wolle. Und er hat dann eine zweite Unternehmensberatung damit beauftragt, das zu überprüfen. Kann das Unternehmen gerettet werden? Auch diese Unternehmensberatung hat gesagt, ja, es gibt diese Möglichkeit. Fakt ist aber, dass in der Folge die Arbeiten für das Restrukturierungsprogramm nie wieder aufgenommen wurden. Und damit war der wirtschaftliche Niedergang des Unternehmens besiegelt. Gerade mal 9 Monate ist Finanzvorstand Schulze-Oberländer im Amt. Da entlässt ihn der neue Vorstandsvorsitzende. Eine seiner ersten Maßnahmen. Das Restrukturierungsprogramm, das Schulze-Oberländer verfolgt, sei das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist, sagt der Neue. Der Sanierer hat ja dann auch zunächst nur Geld auf dem Konto bei der Deutschen Bank angesammelt. Dem Vernehmen nach waren da 10 Millionen. Obwohl Goebbels ein mittelständisches Unternehmen von 1.800 Leuten sanieren soll, ist der neue Vorstandsvorsitzende öfter in seinem Bonner Büro als an seinem Arbeitsplatz bei M&S. Der Sanierer, der das Vertrauen der Deutschen Bank genießt, lässt sich auch nicht wie üblich fest anstellen, sondern auf Honorarbasis bezahlen. Und das im Voraus. Nach mehreren Gesprächen und einer ersten Zusage verweigert Heinz-Peter Goebbels dann doch ein Interview. Im Dezember 2004 bekommt er Post mit den Fragen zu seiner Arbeit als Vorstandsvorsitzender der M&S Elektronik. Wir wollen wissen, wohin das Geld gegangen ist, was er in seiner Amtszeit für das Unternehmen eingenommen hat. Die Fragen bleiben unbeantwortet. Das Landgericht in Aschaffenburg. Hier wird über das Unternehmen verhandelt und auch über die Personalpolitik des Sanierers Goebbels. Am 10. März 2005 urteilt der Richter, dass Finanzvorstand Schulze-Oberländer zu Unrecht entlassen worden ist. Und nur hier im Gericht äußern sich die Bankenvertreter, weil sie als Zeugen geladen sind. Es ist der 21. Dezember 2001. Die Menschen in Niedernberg erfahren, dass der neue Chef von M&S, Heinz-Peter Goebbels, beim Amtsgericht Insolvenzantrag gestellt hat. 3 Monate später berichtet ein Lokalsender über die Pressekonferenz des Insolvenzverwalters. Und der verkündet das Ende des Unternehmens. Mit dem heutigen Tage freigestellt haben. Das heißt also, ich habe Ihnen bescheinigt, dass Sie mir Ihre Arbeitskraft anbieten, dass ich aber im Augenblick nicht in der Lage bin, davon Gebrauch zu machen. Mit der Folge, dass Sie mit dieser Bescheinigung sich, soweit Sie keine andere Stelle gefunden haben, sich mit dem heutigen Tage arbeitslos melden können. Laut Werner Schreiber bedeutet das einen Verlust von ca. 270 Arbeitsplätzen am Standort Niedernberg. Ich habe mal Papiernot abgeholt, Entlassungspapiere. Ne? Wie geht's weiter für Sie jetzt? Ja, ich werde mich erstmal arbeitslos melden jetzt und dann mal weitersehen, dass ich eine neue Arbeitsstelle finde. Erstmal auf dem Arbeitsamt. Tja, ich muss meine Arbeit suchen. Unsere Mitarbeiter waren sehr verständnisvoll für die Situation und letzten Endes ist das auch das einzig Vernünftige.
Also das war damals natürlich ein Schlag. Ein Schlag für die gesamte Region, ein Schlag, der weit über Niedernberg hinausging. Die M&S gehörte einfach fest dazu, war eine Art Flaggschiff, das man vor sich hergetragen hat. Wir sind am neuen Markt, wir haben hier richtig was aufgebaut und plötzlich, wenn der Insolvenzverwalter da ist, dann ist jedem, auch dem Letzten, klar, es ist vorbei. Und entsprechend betrübt und entsprechend niedergeschlagen war dann auch die Region. Ich konnte es kaum fassen. Das ist doch wohl klar. Ich meine, ich habe 26 Jahre lang diese Firma aufgebaut. Das ist wohl das, was man so unter dem Lebenswerk versteht. Und hier geht das zugrunde. Fragen Sie nicht, wie das war. Keine Chance mehr. Insolvenz ist Ende. Über 27 Jahre gab es im bayerischen Niedernberg die M&S Elektronik. Der Konkurs des größten Arbeitgebers sorgte im Ort für hohe Arbeitslosigkeit und tiefe Depression. M&S wurde zum Thema meiner seelsorgerischen Arbeit. Ich wurde sogar von mehreren Leuten, auch außerhalb von Niedernberg, telefonisch angesprochen. Ein Mann aus Aschaffenburg hat angerufen, hat gesagt, mein Sohn arbeitet da, der hat gebaut, hat Geld noch aufgenommen und es ist jetzt alles dahin. Wie soll das weitergehen? Ich wurde nicht als Seelsorger in Anspruch genommen, sondern man hat gedacht, ich sei ein M&S-Experte und kann da vielleicht noch weiterhelfen in finanzieller Hinsicht. Im Frankfurter Bankenviertel glaubt man bis heute, gute Arbeit geleistet zu haben. M&S Elektronik ist erfolgreich abgewickelt worden. Alle 7 Banken haben ihre Kredite bezahlt bekommen. Warum M&S in den Konkurs gehen musste, darüber will niemand sprechen. Bankgeheimnis heißt die Begründung für die Verschwiegenheit. Die Firma M&S sei längst nur noch eine Akte im Archiv. Im Archivkeller von M&S Elektronik erzählen Akten vom Kampf eines Mittelständlers mit den Banken. Eines Kampfes zwischen David und Goliath, den Goliath gewann. Und doch existiert M&S Elektronik noch. Die Abwicklung des Insolvenzverwalters ist immer noch nicht abgeschlossen, denn immer noch fließt Geld ins Unternehmen. Geld von Kunden, die erst jetzt ihre Rechnungen bezahlen. Kunden wie die Commerzbank.